Zum neuen Video auf meinem Kanal. In diesem Video möchte ich euch mal zeigen, wie ihr euren eigenen Unraid-Server aufsetzen könnt. Los geht's! Als erstes einmal eine wichtige Info hier. Dies ist ein Remake. Video einfach für die Verständlichkeit, damit es einfach für euch nochmal schöner dargestellt ist, wie man Unraid installiert. Als erstes müsst ihr einmal den USB-Stick einmal flashen. Das haben wir über Windows gemacht. Es geht auch über Mac, wobei bei Mac kamen bei mir tatsächlich ein paar Probleme auf. Deswegen, wenn ihr die Möglichkeit auf dem Windows habt, würde ich gleich Windows nehmen. Sonst den Rest mache ich jetzt auf meinem Mac und das ist eigentlich im Prinzip gleich. Ich bin nur in den Browser gegangen und bin auf die IP-Adresse, die zum Beispiel beim Unraid, beim Start, dann unten quasi vor dem Login steht. Da steht dann eine IP, die einfach eingeben und fertig. So, wir sind jetzt hier drin. Nicht wundern lassen, diese Warnung hier ist für euch uninteressant. Das ist nur bei mir, weil die Festplatte einfach schon etwas älter ist. Die habe ich jetzt nur zu Testzwecken installiert und die ist nicht mehr ganz die neueste. Und deswegen kommt hier eine Gesundheitswarnung quasi für die Festplatte, kann man so sagen. So, und hier sind wir auch schon in der Registration. Hier müssen wir Get Trail Key. Trail Key. Und ja, wir akzeptieren das Ganze hier und Start Trail. So, perfekt. Das hier wurde jetzt gestartet und wir werden gleich auf die Mainpage weitergeleitet. Hier seht ihr auch, 15 Tage haben wir jetzt noch diesen Trail Key. Also, Disk 1 hier auswählen und Start. Übrigens, diesen Trail-Key müsst ihr irgendwann erweitern. Wie gesagt, nach den 15 Tagen läuft er ab und dann müsst ihr euch eine Unraid-Lizenz kaufen. Hier ist es ein Testserver, da werde ich das nicht zeigen, wie man das macht, aber bei meinem aktuellen Unraid-Server habe ich das gemacht. Die Version gibt es hier ab 50 Euro und gehen bis 120 Euro hoch. Und das kommt immer darauf an, wie viele Festplatten ihr im Array habt. So, jetzt ist das Array hier gestartet. Das sehen wir daran, dass es hier Started steht und da unten auch nochmal uns mitgeteilt wird, Array Started. Dann können wir jetzt eigentlich auch schon mit der ersten Einrichtung hier beginnen. Und wenn wir gleich schon mal hier im Dashboard sind, können wir auch, wenn wir wollen, gleich schon mal hier die ersten Anpassungen anfangen. Ich mache hier gleich mal den da hier rein. So, dann als allererstes würde ich euch immer empfehlen, hier erstmal die Plugins zu installieren, damit ihr hier Docker verwenden könnt. Weil wir haben hier noch keinen Apps-Tab. Dafür müssen wir jetzt hier die Community Applications runterladen. Den Link hierzu habe ich euch mal unten in die Videobeschreibung gepackt. Da müsst ihr euch einfach den da hier kopieren, den Link. So, den fügen wir in den Install-Plugin ein und klicken auf Install. Wunderbar, das dann. Und die Application Plugins sind hier installiert. Und wenn wir jetzt mal reloaden, dann sehen wir hier, ist der Tab Apps dazugekommen. Ja, Disclaimer, alles gut. Das hier sind jetzt Third Parties quasi, also Drittanbieter werden hier verwendet. Ja, I understand, logisch, I understand, fertig. So, und jetzt habe ich hier auch schon mal die App Plugins hier. Können wir jetzt mal hier schon zwei Sachen installieren. Einmal Unassigned Devices. Install. Und Unassigned Devices Plus. So, die sind jetzt beide installiert. Das sehen wir hier jetzt quasi auch bei den Plugins. Und die dienen einfach nur dazu, dass die halt hier noch ein bisschen Arbeit leisten und ein bisschen besser mit den Disks umgehen können und sowas. Das ist eigentlich immer ganz praktisch, wenn man sowas hat. Dann war es das aber an der Stelle auch schon wieder von diesem kleinen YouTube-Video bzw. Remake. Ich hoffe, euch hat dieses Video trotzdem gefallen. Wenn ja, könnt ihr mir das gerne mit einem Daumen hoch zeigen. Wenn ihr neu auf meinem Kanal seid und weitere Teile hiervon nicht verpassen wollt, dann abonniert gerne meinen Kanal. Vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.